Du bist auf der Suche nach einem Ski mit einem sehr breiten Spektrum. Vom sportlichen Allrounder bis sogar hin zum Racer, der dich nicht in bestimmten Radien einschränkt. Dann haben wir mit dem Atomic Red Star Q9 genau den richtigen Ski für dich. In diesem Video testen wir ihn auf seine Fahreigenschaften und wünschen dir viel Spaß mit den Aufnahmen. So, servus, ich bin der Nick vom Profi-Test-Team vom DSV Skitest und wir sind heute hier in einem meiner Lieblingsgletscher-Skigebiete am Pitztaler Gletscher und testen den neuen All-Piste-Ski von Atomic, den Red Star Q9, auf seine Fahreigenschaften. Schauen wir uns doch mal an, was auf der schwarzen Piste alles so kann. Viel Spaß! Das macht ja schon mal richtig Bock hier. Weiter geht's! Ja, nach den ersten ordentlichen Kurven kommen wir nur zu den Fakten des Skis und danach drehen wir nochmal eine kleine Runde und ziehen dann schlussendlich das Fazit. Der Atomic Red Star Q9 ist ein sportlicher Allrounder, das heißt, er ist ein Hybrid zwischen einem All-Mountain-Ski und einem Sportcarver. Somit ist er eher auf der Piste zu Hause, aber mit ihm kann man natürlich auch Ausflüge ins freie Gelände wagen. Ja, durch seine Mittenbreite von 75 mm ist der Ski sehr variabel einsetzbar. Als Dämpfungssystem hat Atomic den RevoShock verbaut und diese Federstahlmodule eliminieren störende Vibrationen, bevor sie den Fuß dann erreichen. Ja, das Plus an Mittenbreite sorgt für eine stabile Plattform, das heißt am Vormittag bei harten Verhältnissen für einen hohen Kantengriff, aber auch für Agilität bei weichen Verhältnissen am Nachmittag. Ich fahre den Ski in einer 1,76er Länge bei einem 14,8 Meter Radius und eben durch diesen multifunktionalen Radius, der die besten Eigenschaften aus Slalom- und Riesenslalom-Radien kombiniert, ist der Ski sehr variabel einsetzbar. Wie bereits gesagt, fahre ich den Ski in einer 1,76er Länge. Für meinen Fahrstil ist es optimal. Für deine ideale Skilänge lasse ich gerne von deinem Sport 2000 Händler beraten. So, jetzt aber genug mit den Fakten. Auf in den finalen Skitest und danach zum Fazit. Also was mir jetzt gerade wirklich aufgefallen ist, dass er sich auch bei weichen Verhältnissen unglaublich präzise steuern lässt. Super Ski! Jetzt kommen wir zum Fazit. Der Atomic Red Star Q9 ist ein variabler Pistenski, der aufgrund von seiner breiten Skimitte auch bei weichen Schneeverhältnissen zu überzeugen weiß. Der Ski präsentiert sich sehr agil und spritzig und lässt sich in allen möglichen Gradien sehr harmonisch fahren. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass er bei eben auch sportlichem Tempo durch eine satte Laufruhe und durch Tempostabilität zu überzeugen weiß. Ich kann den Ski allen sportlichen Fahrern empfehlen, die für alle Pistenbedingungen gewappnet sein wollen. Und aus diesem Grund komme ich zu folgendem Ergebnis. Bei der Drehfreudigkeit komme ich zu einer 4,5 von 5, weil mich der Ski vor allem in seiner Agilität und Spritzigkeit sehr überzeugt hat. Ja, auch bei härteren Verhältnissen habe ich mich sehr sicher gefühlt und aus diesem Grund gebe ich dem Ski bei Kantengriff eine 5 von 5. Der Ski ließ sich sehr präzise und dosiert steuern, aus diesem Grund erhält er bei Kurvensteuerung eine 4,5 von 5. Ja, bei Laufruhe erhält er eine 5 von 5, was natürlich auch dem RevoShock-System zu verdanken ist. Vom Fahrcharakter habe ich ihn als einen sehr ausgewogenen Ski empfunden. Ich hoffe, dir hat dieses Video weitergeholfen. Auf unserem Kanal findest du noch mehr Sport 2000 Skitest-Videos. Zum Beispiel ist hier gleich eins verlinkt. Direkt reinklicken und viel Spaß beim Skifahren. Servus.